Tachchen, Leute. Ich habe mich dazu entschlossen, direkt mal fortzufahren mit Team Ziel. Mal sehen, wie schnell da die Gegner kommen. Oh, da sind sie auch schon. Bleiben sie, bleiben sie, bleiben sie. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt direkt mal die nächste Folge aufnehme, ich hoffe, das Band hat noch so viel Länge, dass ich es auch noch aufnehmen kann. Dass wenn ich jetzt diese Folge auch noch aufnehme, dass ich dann direkt zwei Stück hintereinander raushauen kann. So haben wir mal zwei Folgen in einer Woche. Das ist ganz okay dafür, dass ich auch noch andere Sachen zu tun habe. Weil ich ja auch noch Mami bin. Ui. Eine Vierergruppe und zwei Zweiergruppen, wenn ich das richtig sehe. Gut. Messingstadt oder Schloss? Ich möchte gerne das Schloss, weil Messingstadt ist genauso wie Hochhaus absolut gar nichts für mich. Und wir bekommen auch das Schloss. Das ist ja toll. Obwohl gegen eine Vierermannschaft finde ich das nicht so toll. Ich habe die zwei Zweiermannschaften gekriegt, wie ich sehe. Gut, dann geben wir mal unser Bestes. Diesmal bin ich auch die Frau. Ich habe noch eine andere Frau damit in der Mannschaft, wie es aussieht. Oder es ist ein Mann, der einfach nur eine Frau sich ausgewählt hat, weil er sie so unglaublich attraktiv findet. Ja, ich meine, die hat ja auch so eine tolle Figur eigentlich. Da kann manche Frau nur von träumen. Also ich wäre gerne in die Vierergruppe gekommen, aber ich durfte nicht. Hätte ich bestimmt bessere Chancen mal gehabt, auch mal euch zu zeigen, dass ich auch mal in einer Mannschaft gewinnen kann. Irgendwie lose ich ja jetzt hier nur ab in meinen Let's Plays. Das soll so nicht aussehen. Auch mit einer 0,8er-Quote bin ich gut. Aber, wie wir gelernt haben, ein Team ist nur so stark wie das schwächste Mitglied. Oh, was jetzt? Das war ein Hänger, weil mein Teamkamerad rausgegangen ist. Und wir spielen Kettenreaktion. Also, Teamziel. Das ist jetzt auch wieder 5 gegen 5. Hier ballern auch wieder Leute aufeinander ein hier. Der hat das Prinzip Kettenreaktion nicht verstanden. Der kriegt auch direkt einen auf den Deckel von mir. Hier werden mehrere Aufgaben jetzt hintereinander angezeigt. Jetzt spielen wir Kettenreaktion. Das bedeutet, wir müssen nacheinander hier die Kreise machen. Das wird angezeigt mit 1, 2, 3, oh Gott. Mit 1, 2, 3, 4, 5. Und wer von dem Team hintereinander 1, 2, 3, 4, 5 gemacht hat, also die anderen müssen 5, 4, 3, 2, 1 machen, der hat das Spiel erstmal gewonnen. Es gibt drei Runden hier unten, drei Gewinnsätze sozusagen. Im Moment wird sich hier anscheinend um Platz 2... Boah, ey, bleib weg. Verdammt. Ah, ja. Das war aber auch abzusehen. Ich hatte ja gesagt, Vierermannschaft. Die wissen schon so, ja komm, du stellst dich auf 4, du stellst dich auf die 3. Und dann kämpfen wir gemeinsam um die 2 und so weiter. Aber wer weiß, man soll ja nie aufgeben. Vielleicht schaffen wir das da doch. Boah! Kommen sie alle raus hier, ey, wie die Bekloppten. Sommerschlussverkauf. Ich meine, ich kann euch eigentlich auch mal so ein bisschen die Level zeigen. Oder auch nicht. Wenn ihr euch das Spiel kauft, gebraucht. Oder auch neu, gibt es das ja auch immer noch zu kaufen. Könnt ihr auch noch ein bisschen was Neues entdecken hier. Vielleicht seht ihr gleich auch noch etwas mehr, weil es gibt ja nicht nur Kettenreaktionen. Wenn die das jetzt wahrscheinlich gleich für sich gewinnen hier, kommt als nächstes entweder King of the Hill, also Gebietsansprüche hier kriegen. Deathmatch gibt es, Makita Mann gibt es. Hier, diese Schätze sind dazu da, die sammelt man hin und wieder auf, dann kann man sich den Rückstoß voll machen. Ja, die haben jetzt gewonnen. Ich hatte ja die Sofortgravum-Granate, habt ihr gerade sehen können, in Anlage, im zweiten Teil. Oh, wir kämpfen noch hart um die 1. Ich bleib mal hier stehen. In der Hoffnung, dass ihr es schafft. Nein. Runde 1 Schurken gewinnen.
So, jetzt kommt Runde 2. Was müssen wir machen? Revierkampf. Genau, jetzt kommt dieses King of the Hill, was ich gerade sagte. Die alte... Da geht es jetzt darum, hier haben wir 3 unterschiedliche Kreise und die müssen wir verteidigen, so lang wie möglich. Sind sie grün, können wir direkt wieder zum nächsten hüpfen oder wir suchen uns aus, dass wir bei dem Standpunkt bleiben. Oh, die sind wirklich stark, die machen hier jeden Standpunkt. Ich versuche mich auch stark zurückzuhalten, was die Flucherei wieder angeht. Also heute Mittag hätte ich schon echt wieder mich übergeben können. So beknackt war das. So wie das hier jetzt schon Beispiel. Wie kann die, diese äußerst reizende Person, wie kann die im Flug, im Sprung mit einer Panzerfaust schießen? Leute, wisst ihr, was das für einen Rückstoß geben würde, wenn ihr im Sprung mit einer Panzerfaust schießen würdet? Aber okay, ich betrachte das Ganze mal hier wie so ein Comic. Ein Comic, da erwachst du ja auch wieder zum Leben, so wie hier auch. Boah, diese... Oh. Killer Alex. Heißt sie so? Killer Alex, genau. Die ist ja furchtbar. Wir haben 0 zu 217, 18, hast du nicht gesehen da unten? Ey, ihr müsst euch echt langsam denken, ey, da wo die Laura in der Gruppe ist, die verlieren nur. Ja, und dann sagt die auch noch, ja, Mannschaft mit dem schwächsten Glied und du bist das schwächste Glied, Mann. Geh raus. Danke. Wenn ihr der Meinung seid. Ah, die Frau ist schon wieder da. Komm, ich mach dich platt. Was? Da kam die schon wieder mit ihrem Zäpfchen um die Ecke. Fröhlich am Vorbeispringen wie ein junges Reh. Das gerade von der Sonne im Morgentau betröpften Gras ein wenig Essen zu sich genommen hatte. So. Oh. Aha. Ja. Ich kann auch poetisch sein. Sollen wir jetzt mal hier bleiben? Nee, mal. Oder? Ich meine, die Roten kommen von ganz alleine. Die wollen ja was hier. Ich brauche noch einen Rückstoß. Kommt her, ich habe einen Rückstoß zu vergeben. Ah, komm. Campen ist nicht so meine Sache, das ist auf die Dauer langweilig. Komm, fress Bombe. Was? Jetzt hat mich der eigene gekillt, weil er hier so eine komischen Streugranaten wirft. So, Runde 2 haben sie auch gewonnen. Was kommt als nächstes? Schatzsuche. Ach, das gibt's auch noch. In dem Fall gibt es hier keine Schatztruhen, wo man, wie gerade eben im zweiten Teil gezeigt, die Schätze ablegen muss. Sondern hier geht es darum, welche Mannschaft den Schatz lang genug in seinen Händen hält. Dafür gibt es Punkte. Oh. Von wo können sie das alles kommen? Da ist ein Loch, da ist ein Loch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich gerade eine SMS bekommen. Ob das schon die liebe Sammy-Line ist, die mir sagen möchte, ich bin gerade angekommen. Die geht nämlich jetzt 2 an die Gute. Das hat sie sich verdient. Einmal im Monat muss das sein. Mit der habe ich soeben noch ja, hier Deathmatch in 3 Teams gespielt. Das werde ich euch auch noch irgendwann zeigen. Ich kann sie ja sogar fragen, ob sie dabei sein möchte. Sozusagen ein Let's Play zu zweit.
Boah, habt ihr das gesehen? Die dreht sich um, schießt noch ein paar Mal auf mich. Ja, jetzt lacht sie mich noch aus. Schießt ein paar Mal auf mich und bin ich tot. Obwohl ich sie zuerst erschossen, also angeschossen habe. Ah ja. Ich riech mich da eigentlich, ich will mich da gar nicht mehr drüber aufregen. Hinterher kriege ich noch Gallensteine oder so. Weil das ist einfach normal bei Uncharted. Das ist wirklich wie so ein Comic hier zu, ja, zu betrachten. Die Leute stehen wieder auf, die Leute kriegen halt eine Panzerfaust plötzlich in den Rücken, obwohl der im Sprung mit diesem Gerät... Ja! Nicht nein, ja! Granate, yeah! Yeah! Komm! Was das Auge da über der Frau zu bedeuten hat, das weiß ich auch nicht. Ich krieg schon wieder Assistenten hier. Boah, ich krieg einen Assistenten hier bei der Sache. Granate, komm hier, von hinten, du Sniper. Oh, einen Schatz. Oh, den wollte ich gerade noch haben. Ja, habe ich noch. Oh, guck mal, das kenne ich noch nicht, glaube ich. Verzierte Lampen. Das ist aber schön. Ich habe mir auch Lampen gekauft. Genau, das ist neu. Ich habe mir so eine, yeah, leider geil LEDs über meinem LCD-Fernsehen gegönnt. Sieht total leider geil halt aus, ne? Kann man in verschiedenen Farben oder auch im Farbverlauf einschalten. Hat zwar mit dem Spiel hier gar nichts zu tun, aber das wollte ich mal loswerden. Weil ich bin so stolz darauf. Hallo! Sterben! Nee, ich, ne? Ach, guck mal, hier. Hat sich doch mal dazu entschlossen, sich hinzulegen. Nach so einem schweren Tag. So, in 30 Sekunden ungefähr ist das Spektakel hier auch schon wieder vorbei. Autsch! Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Ich lebe jetzt nicht mehr. Kennt ihr das? Von Leben des Brian ist das, glaube ich. Da ist doch so ein Kerl, der hat so ein Schweigegelübnis da und sitzt in seinem Loch und dann kommt ja plötzlich der Brian da runtergehüpft, so yeah, und erzähl mir mal was oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich kenne Ritter der Kokosnuss etwas besser auswendig als das. Trotzdem ist das geil. Ich liebe Monty Python. Dann kommt er runtergehüpft und dann plötzlich so der Alte da so, oh was, ich habe das Schweigegelübnis gebrochen, nur wegen dir und, aber ich lebe. Ja, endlich konnte er das mal sagen, weil er hat es gebrochen. Ja, ist zu geil. Ritter der Kokosnuss war neulich erst wieder im Fernsehen gewesen. Konnte ich fast alles auswendig mitreden. Was ich davon am geilsten finde ist, wo die das Trojanische, ja, den Hasen da gebaut haben. Das finde ich toll, wo der dann sagt, so, ja, als nächstes hüpfen wir da raus und überfallen sie. Und dann der eine so, oh Mann, ist mir schlecht, weil sie das Teil ja schon reingeschoben haben, ohne sie, innen drin. Ja, das ist ganz toll. Dann der schwarze Ritter da, mit dem, ja, hier, kämpf weiter, ist doch nur eine Fleischwunde und, ne. Jetzt türmst du und wenn du zurückkommst, spiele ich mit deinen Eiern Fußball und so. Ja, das ist lustig. Und natürlich das Killerkaninchen, ne? Mit der heiligen Granate. Zählen sie bis 3, aber auch nur bis 3, nicht bis 4. Auch nicht bis zu 2, sei denn, sie sind gewillt, bis zu 3 weiter zu zählen. Ja, also ein Quatsch da. Das Killerkaninchen. Und dann gibt es ja zum Schluss noch die, diese Brücke, die sie überqueren müssen und wo sie dann 3 Fragen gestellt bekommen und der eine leider vergisst, was seine Lieblingsfarbe ist. Tja, shit happens. Kann ja mal passieren, würde ich sagen. Dass man vergisst, was seine Vorlieben sind. Oh, das vergesse ich ja auch immer wieder. Ja, das sind so Sachen, die sind cool. Dann gibt es noch Sinn des Lebens. Sinn des Lebens sollte ich auch mal wieder gucken. Es ist nur hauchdünn. Komm her. So. Ach, wo kommst du denn her, mein Junge? Was wollen Sie denn? Ein Mintplättchen? Es ist nur hauchdünn. Und dann platzt der fette Kerl hinterher am Essenstisch. Widerlich. Aber naja. Monty Python. Schaut's euch rein. Schaut's euch an. Ritter der Kokosnuss, Leben des Brians und Sinn des Lebens. Ich habe alle 3 Filme. La 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 la.
Always look on the bright side of life. Das sollte man sich hier bei Uncharted, sollte man sich das mal als Hintergrundmelodie reinmachen. Da ist das halt so wild. Dann spielt man das Spiel plötzlich total gern. Da denkt man sich so, ach, ich bin gestorben. Ach, pff. Always look on the bright side of life. Ne? Das sollte man mal machen. Oh nein! Granaten! Warum? Bin ich tot? Ja. Warum frage ich denn auch? Jo. Also, das ist Team Ziel hier. Unterschiedliche Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. In einer bestimmten Zeit. Finde ich eigentlich ganz toll, so mal zur Abwechslung zum Deathmatch. Ich spiele das und Deathmatch eigentlich ganz gern. Entschuldigung. Kurzer Hickey. Schon mal wieder Assistenten. Ja, ist doch schön. Solange es dafür Medaillen gibt. Solange es meinem Team hilft. Hilft es aber nicht. Wir gewinnen nämlich schon wieder hier. Pechvogel. Den Pechvogel kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Habe ich den im zweiten gerade auch gekriegt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, ne? Ist auch so ein bisschen Standard bei mir. Ich habe schon wieder einen Rückstoß hier. Einen Rückenstoß? Da. Und schon wieder haben wir verloren. Yippie! Aber, Leute, was haben wir gelernt in dieser Folge? Always look on the bright side of life. Okay. Das war's dann auch erstmal. Zwei Aufnahmen genügen, denke ich mir mal. Da habe ich jetzt erstmal wieder genug mit zu tun, mit Rendern und Hochladen und hast du nicht gesehen. Kann ich einen Schatz teilen? Ja! Wie sollte es auch anders sein, ne? Alles hier standardmäßig, wie ihr es gewohnt seid. Okay, gut. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi!